Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von The Rise of the Tomb Raider. Ja, heute lassen wir uns überraschen, was so passiert. Kommt noch Und mehr von dann ihm? lasst uns loslegen. Übrigens, ich filme jetzt auf eine SSD, weil dann kann ich wieder mit schön 60 FPS aufnehmen. Ich weiß, ihr müsst mir nicht sagen, dass die verreckt oder kaputt geht. Auf netten Deutsch gesagt. Das weiß ich selbst, aber irgendwie kann ich da nichts dran ändern. Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier unten? Moment mal. Das sehe ich mir an. Wir werden angegriffen! Na komm, mein Aim war auch schon mal besser. Nehmen wir mal den ihre Sachen. Entschuldigung, irgendwie kratzt es mich gerade im Hals. Was machst du für einen? Machen wir ohne Munition platt. Nee. Auf jeden Fall immer alle Sachen mitnehmen. Bis das Gehirn knackt. Gehirn, Genick. Puh. Ich hoffe, dass das jetzt deutlich flüssiger ist. Also, zumindest haben wir jetzt mal Bildraten beim Aufnehmen von auch guten 50 Frames. Das hört sich schon gut an eigentlich. Ein HDD-Raid ist schon fast zu langsam, habe ich auch schon probiert, oder hatte ich ja vorhin, oder ist zu langsam eigentlich. Ah, dann müssen wir das runterbrennen. Oh, der sieht auch nicht mehr so frisch aus. Ah, eine Knarre. Cool. 6 Schuss? Naja, wird schon reichen. Außer du sagst mir, was ich wissen will. Feuer konzentriert! Ich stehe unter Beschuss! Haltet sie in Schach! Ich geh den. Die schlucken aber ganz schön viel. Agios Oteos. Agios Prophetes. Agios Satanat. Was laberst du? Sie haben ihn gefangen. Muss
Oh nein. Nein, nein, nein. Vielleicht hört man meine Tastatur. Kann nichts dafür. Ist noch eine mechanische, die ist brutal laut. Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, wechseln wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Leck haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie was passiert wohl mit ihm? Oh, seine Augen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja. Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Jetzt darf ich die alle erledigen. Johoi. Bitte! Was machen wir mit ihm? Nein! Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen uns den Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Angriff! So, mein Aim wird wieder mal besser. Langsam aber sicher. Was mit dem hier? Hey, wie kann ich den Kill mit der Axt? Gar nicht. Ich will ihm seine Sachen haben. Ich muss irgendwie den Tank zerstören. Ja, das ist eine leichte Übung. So, dann brennen. Boom. Geh in Deckung. Ich werde beschossen. Ich werde dich töten. Bad aim, bad aim. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Schauen wir. Er ist brutal, wir. Gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Die ist besser. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Zu wenig Material. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Fähigkeiten. Kämpfen. Okay, was gibt's hier?
Okay, und? Okay. Da. Ich komme immer auf Tab anstatt auf Q. Schon besseres eben. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Tja, wird schwierig. Aber nichts ist unmöglich. Ich bin kein Feind. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Dann sprich. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Na dann nehmen wir die Mission mal an. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Dann let's climb. Ein bisschen Material einsammeln gehen. Ey. So. Noch mal ein bisschen Material. Nein. Aber da hoch müssen wir, glaube ich, eh nicht. Ah, ich sehe ein Vogelnest. Federn braucht man, um Pfeile herstellen zu können. Man kann ja, wenn man die, was ist das, die linke Maustaste gedrückt hält, ich demonstriere es, Pfeile herstellen, wenn man genügend Sachen hat. Somit hat man nicht immer sofort eine Munitionsknappheit. Trinity muss die installiert haben. Na dann schrotten wir mal. Später. Ah, noch mal ein Nest. Ah ne, das ist eine Kiste. Die kann man nicht runterschießen. Diese Zeichen, sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? Eine Warnung vor was? Zwei von fünf. Ein kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Ja,
Ja, wohin müssen wir? Dahinter. Ach, da kann man runterspringen, oder? Ja. Was ist denn hier drinnen noch Schönes? Ah. Noch mehr Kisten. Kisten sind immer gut. Da sind Waffenteile drin. Meistens. Jo. Jetzt haben wir eine andere Pistole. So. Dann gehen wir mal weiter. Das sind Blätter, um sich zu heilen. Optionales Herausforderungsgrab. Das bedeutet wahrscheinlich nichts Gutes. Aber... No Rice Knofan. Ja, da fehlt das Ding, was wir im letzten Tomb Raider auch hatten. Das Seil-Schießteil. Aber immerhin gibt es ein paar Erfahrungspunkte. Müssen wir Informationen aus dem Gefangenen fischen? Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, warum er kann ist man der sich Anführer der Verbliebenen. Ja nicht er muss ein von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. So, ins Lager können wir auch gleich noch gehen. Aber erst schrotten wir dieses Ding hier mal noch. Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue. Und für wen. Ich weiß, du hast es, wenn ich weg bin. Aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Magazinskapazität ist immer gut. Das hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit, für mich selbst zu sorgen. So, dann gehen wir doch ein bisschen weiter. Das wird wieder tricky. Wenn wir springen, sind wir wahrscheinlich tot, aber nein, sind wir nicht. Boah, wie die Dinger fliegen. Es gibt Leder, ich brauche Leder. Kommen wir da hoch. Nein. Ich
Was, da oben ist nochmal so ein Ding. Oh. Tot? Oh mein Gott, wie das Vieh schreit. Wo ist es überhaupt? Weg? Ah, okay. Wollte doch noch ein bisschen Leder haben. Was bringt es mir, wenn ich jetzt hier wie ein Affe rumkletter? Da drüben ist so eine Station. Ach, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich ist es doch einfacher, als man denkt. Tja. Eine fehlt noch und die ist echt schwer zu erreichen.